Herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft in Lauras Welt. Ich weiß gerade gar nicht, wievielte das ist. Ich glaube, die 37. Wir waren ja hier in der Schlucht und ich habe mittlerweile nochmal den Weg zurückgesucht gehabt. Nochmal das Inventory entleert, die Monster wieder eingeschaltet. Bei der Gelegenheit ist dann auch noch hingekriegt, den Server erstmal unbrauchbar zu machen. Also den habe ich erstmal quasi deaktiviert. Das habe ich jetzt wieder repariert und jetzt kann ich auch tatsächlich die nächste Folge noch aufnehmen. Das ja, wäre mir heute noch ganz wichtig, dass ich heute noch ein bisschen auf Vorrat produziere. So heute und morgen und dann die nächsten Tage auch mal wieder eine Pause einlege, beziehungsweise mich mal wieder mehr um die Projekte kümmere, an denen Laura und ich ja sonst noch so hängen. Ja, wie ihr sehen könnt, sind die Monster inzwischen auch wieder eingeschaltet. Das heißt, unsere Mining-Tour sollte etwas spannender werden. Zuletzt sind wir ja als Kavernenkarl hier durch die Gegend marschiert. Dieses Mal sind wir der Höhlenhans. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir es dann noch als Grottengärt schaffen, noch eine dritte Folge hier zu verbringen. Hoppala. Da habe ich, glaube ich, gerade Glück gehabt. Wenn ich raten müsste, es sah ein bisschen aus wie eine Spinne oder wie ein Enderman. Bin mal gespannt, ob man das später im Video erkennen kann, was das wohl gewesen sein könnte. Naja, oben in der Festung zu Bitterfort sind im Moment 3 Stacks Eisen im Ofen. Richtig geil. Und ja, ich würde sagen, wir bauen jetzt hier einfach noch ein bisschen fröhlich ab. Die halbe Stunde kann ich mir jetzt noch leisten. Dann geht unser Kleiner ins Bett. Und wenn der dann hoffentlich endlich irgendwann schläft, dann kann ich auch mit meiner Frau zu Abend essen und dann auch diskutieren, wo wir denn dann in München hinziehen wollen. Denn das Schöne ist, wir haben jetzt insgesamt 2 Zusagen bekommen. Zum einen in Garching, zum anderen in Freimann. Da meine Frau in Garching arbeiten wird, aber beides an der U6 liegt, ist das also nicht kriegsentscheidend, aber es ist doch nicht ganz unwichtig möglicherweise. Und da ist keine Kohle rausgefallen. Und das muss jetzt heute Abend noch in Ruhe diskutiert werden, was wir nehmen wollen. Kostet ungefähr dasselbe. Die Wohnung in Freimann ist ungefähr so teuer wie das Haus in Garching. Also vom Kostenfaktor her ist es wurscht. Beides ist in etwa gleich groß. Allerdings ist das Haus größer, weil es einen Keller hat. Naja, da müssen dann eben die Worte gewägt und diskutiert werden. Das können wir beide eigentlich ganz gut. Das ist einer der Gründe, warum unsere Ehe sehr gut funktioniert. Wahnsinn, diese Schlucht ist riesig. Bei der letzten tollen Schlucht in Folge 7, einige von euch werden sich vielleicht noch daran erinnern, da war das hier so ungefähr die ganze Schlucht und da hörte es dann so ziemlich auf. Und hier geht es jetzt noch weiter. So, dann schauen wir doch mal. Da wachsen Pilze, das finde ich süß. Hoffe ich erstmal, dass wir hier nicht allzu vielen Viechern begegnen, aber ein paar vielleicht doch. Das würde die Sache etwas unterhaltsamer gestalten. Da sind schon Fackeln. Warum sind da schon Fackeln? Hä? Bin ich da oben schon rumgegangen? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Okay, dann bin ich da oben anscheinend schon gewesen. Naja, das Eisen habe ich ja trotzdem nicht mitgenommen. Ich habe mich nebenbei mal umgeguckt. Die Schlucht ist genau unter der Schlossanlage da oben. Das heißt, es müsste eigentlich möglich sein, von dem geheimen Kellerausgang im Gesindehaus aus eine, ja, so eine Art Weg in diese Schlucht hier reinzugraben. Und dann könnte man hier so eine Art geheime, ja, so eine Art geheimes Dorf gründen. Das wäre doch mal ein interessanter Ausbauplan. Ob ich das dann jetzt mit euch zusammen mache im Let's Play oder ob man das im, also ob ich das solo mache und dann halt im Let's Show verarbeite, das müssen wir mal noch sehen. Vielleicht so teils.
paar Projekte im Dorf sind ja jetzt tatsächlich nur für Let's Show quasi gedacht. Da habe ich also keinerlei Vorbereitungen getroffen. Eigentlich hätte ich gleich Holz mitnehmen können, ich Aff. Naja. Jedenfalls von unserem Startpunkt aus, also da, da hinten. Wenn man da geradeaus hochgeht, da kommt man genau an der Mauer wieder raus. So, schauen wir uns das hier mal kurz an. Also hier war ich ja schon. Das kommt mir auf ganz anderer Ebene hier bekannt vor. Wo ich doch gerade über die Folge 7 geschwafelt habe. Das kommt mir vor wie die Konstruktion, die ich zum Enderman-Ärgern gebaut hatte. In Folge 7. Und dass wir hier gleich an unserer genialen Schlucht wieder rauskommen. Na, was habe ich gesagt? Das ist ja genial. Das heißt, wir sind jetzt unter dem Dorf Bittefort angekommen. Und folgen dieser Schlucht also dann weiter. Das heißt, ich habe damals dann mangels weitergehen wollen übersehen, dass es hier zu einer neuen Schlucht weitergeht. Toll. So. Ja, dann sind wir ja quasi fast wieder sozusagen zu Hause. Das heißt, ich kann jetzt die gleichen Abenteuer... Oh, was machst du denn hier? Kann also jetzt hier das Abenteuer sozusagen fortsetzen. Vollkommen ungeplant. Ich wusste das echt nicht. Also, das finde ich schön. Haben wir wieder ein bisschen was Spielen gewonnen. Genau, dann gäbe es natürlich da die Möglichkeit, also quasi durch diese Schlucht hindurch, dann können wir ja die andere Schlucht auch noch entsprechend bebauen, dass es da dann sozusagen einen Pfad gibt, der das Gesinde auch aus der Stadt herausführt. Also die kommen ja dann vor dem Stadttor da wieder raus. Also vor dem vorderen Stadttor. Das hintere ist natürlich noch dann zum Schloss hin. Aber diese Schlucht da, der Aufgang, der endet, meine ich, ziemlich genau vor dem vorderen Stadttor beim U-Bahn-Schacht da in der Gegend. So, da haben wir nochmal Kohle und Eisen. Es gibt ja immer wieder das Gerücht, dass in Minecraft die Häufigkeit von Ressourcen zunimmt, wenn solche Höhlensysteme oder gar Schluchten da sind. Das stimmt aber gar nicht, sondern es in Wirklichkeit sind sogar weniger Ressourcen dann im Boden. Das hat was damit zu tun, dass die Ressourcen dann bloß sichtbar gemacht werden, weil man eben nicht zufällig die ganze Zeit über in die falsche Richtung graben muss und dergleichen. Machen wir das mal so. So. Machen wir das auch. Da fehlt noch einer. Okay, ja, ich höre den Zombie, aber ich weiß nicht, wo er ist. Wenn ich ehrlich sein soll, ist es mir auch egal. So. So. Jetzt hüpfen wir hier wieder hoch. Also, das ist jetzt eben der Eingang zu der anderen Schlucht. Da habe ich vorhin noch Eisen gesehen und einen Creeper. Ups, was mache ich denn? Na komm. Okay. Ich hätte gedacht, der ist noch zu weit weg. War er offensichtlich nicht. Und hier ist dann, glaube ich, die Welt zu Ende. Ja. Okay, dann können wir ja hier erstmal die Rest mitnehmen. So, peppeln wir den mal auch noch voll. Das müsste jetzt schon der dritte Stack. Ne, noch nicht ganz, aber fast.
Also Kohle habe ich zum Glück hier ohne Ende. Das ist auch insofern ganz lustig, als dass ich ja hier in Biddeford eigentlich mit Holzkohle arbeiten wollte, wegen der Baumplantage. Das ist halt wesentlich einfacher dann. Muss man nicht so viel rechnen und aufpassen beim Abbau und so, sondern man kann halt einfach den nachwachsenden Rohstoff quasi nutzen. Da sieht man wieder mal, wie sinnvoll so Nachhaltigkeitsgedanken sind. Aber wenn hier so viel Zeug noch drin liegt, dann ist es natürlich in erster Linie erstmal egal. So. Dann immer weiter. Okay, dann waren wir jetzt hier drin. Ach nö, ist das eine Hexe? Schreiben wir uns nur mal hin, dass wir den schon erledigt haben. Und drüber liegt noch das Eisen. Ach, Nick. Manchmal. Erster entfernt, müssen wir dich erschießen. So. Ah, die Räume sind alle auch so hoch. Okay, da ist zumindest also irgendwas Zombie-mäßiges unterwegs. Das müsste man sich jetzt da gleich mal angucken. Das klingt auch nach einem Skelett. Mal sehen, was wir da so vor uns haben. Aber das ist alles hier irgendwo hinter einer Wand, beziehungsweise, ouch, da oben drüber. Schauen wir mal. Infizierendes Goldrandel kriege ich wahrscheinlich Ärger, ne? Okay, damit wären wir ja eigentlich, das wäre gar nicht mal so schlecht, da wäre ich nämlich dann hier auf dem Ding. Das ist irgendwie auch so eine Schluchtkonstruktion hier. Gehen wir uns das mal so rüber. Ja, es ist eine Schlucht. Schade. Verdammt, das wollte ich eigentlich bei ihm tun. Da runterballern. Das ist die nächste Schlucht. Wow. Okay. Ja, das ist groß. Das ist wirklich, wirklich, wirklich groß hier. Ehrlich gesagt auch großartig. Ja, ich entscheide mich irgendwie immer für die falsche Seite. Zumindest bei Minecraft. Halt einfach eine künstliche Brücke rein. Schaut so aus. Tja, am Ende hier jetzt dann wieder zurückzufinden, das könnte allerdings tatsächlich spannend werden. Vor allen Dingen, ich muss jetzt dann ziemlich demnächst zurück, weil mir gehen nämlich jetzt gerade die Fackeln dann auch aus. Das ist aber schade, weil wir haben eigentlich erst eine Viertelstunde hinter uns. Na, ja. Fackel haben wir noch. Naja, also auch diese Schlucht zu erforschen, könnte man sich dann vornehmen. Also wir haben hier unendlich was zu tun. Jetzt schauen wir mal, was sich hier noch so ergibt. Die Schlucht hier
ist hier sozusagen, oder das hier ist ja quasi nur so ein Verbindungsstück zwischen zwei Schluchten. So. Beides im Prinzip in sich, also wenn man oben auf die Karte guckt, kann man doch auch irgendwie groß ziehen. Muss ich jetzt aber nachgucken, wie das geht, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Dann würde man wahrscheinlich erkennen können, dass sich also hier ein System aus mindestens drei Schluchten irgendwie trifft. Eher vier, würde ich mal tippen. Vielleicht sogar fünf. Was natürlich irre. So, da war noch ein Eisen. Ja, diese Dinger hier, die können wir bei Gelegenheit auch mal irgendwie entsorgen. So. Tja, das war's. Das hier ist jetzt unsere aktuelle Schlucht. Aus der ist allerdings der Weg raus nicht ganz so trivial, sondern ziemlich steinig. So, jetzt schauen wir hier mal kurz. Das Gold will ich auf jeden Fall mitnehmen. So was sollte man in der Nähe von Lavaseen nie machen. Sich da irgendwie einfach runtergraben. Die Chance, dass man dabei versehentlich drauf geht, ist riesig. So, da ist einfach nur so eine kleine Seitenhöhle. Oh, aber hier ist der Weg eigentlich ganz gut zu gehen. Hier unten habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich vermutlich darunter Lava habe, weswegen ich das Redstone nicht kriege. So, genau. Und hier ist jetzt in etwa der Beginn des Ganzen. Es gibt hier leider kein Holz. Irgendwo da hinter mir ist ein Zombie, ich weiß. Aber da ist er. Ja, so schafft es nie. Ja. Hier war nichts mehr, gell? Ja, genau. Also man müsste hier bis da oben hin sozusagen alles ja, aufbohren, alles beleuchten. Hm. Okay. Dann probiere ich mal, ob ich jetzt hier im direkten Flug nach oben oder so, was heißt hier Flug, also im direkten Weg nach oben komme. Auch wenn hier oben noch jede Menge interessanter Sachen zu sehen sind. Abbaue, dann fliegt es da runter, dann darf ich das ganze Spielchen wieder von vorne machen. Ich habe jetzt auch keine Lust, eine Plattform zu errichten. Ich glaube, ich lasse das mal. Ja. Ja, es wird nicht unbedingt ungefährlicher. So, jetzt sind wir an der Decke angekommen. Okay, dann schauen wir mal. Also eigentlich dürfte da oben nichts Gefährliches mehr sein. Ich hoffe, ich stehe jetzt nicht genau unter dem Lavadom. Das wird sonst ein sehr kurzer Ausflug hier. Das ist ja Eisen. Eisen abzubauen. Einfach mal nach oben graben. Das ist sogar ziemlich viel Eisen. Immerhin auch schon wieder ein Stack voll. So, wo ist jetzt der eigentliche Weg? Der war hier, gell? Genau, sollte das funktionieren, kann ich ja dann eine Leiter... Da ist Kohle. Ja, ihr könnt gerade nicht sehen. Das tut mir auch leid. Ich kann euch leider das auch nicht sehr viel sichtbarer im Moment machen. Ich muss es jetzt einfach hier im Dunkeln durchspielen.
Aber ich höre jetzt mal auf, hier die seltsamen Ressourcen abzufarmen, sondern ich ziehe jetzt einfach mal nur nach oben. Ich muss ja irgendwann einmal hier nach draußen gehen. Und wir sind jetzt schon auf der Ebene 54. Wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, ist irgendwo rund um die 60er. Ah, da ist Erde. Jetzt, da sind wir draußen. Na, wer sagt denn? Na? Genau hier ist die Schlucht drunter. Das nenne ich mal gekonnt. Oh, Schande. Wir haben natürlich jede Menge Monster wieder mal hier vor der Nase. Damit ist der Mensch halt immer jetzt leben. Ich glaube, zum Bauen schalte ich sie dann wieder ab. Aber jetzt während der Mining-Tour, und die ist noch lange nicht fertig, lasse ich das mal und lasse die Viecher mal an. So. Jetzt haben wir erstmal hier Eisen, Gold, Lapis Lazuli. Wunderbar, das kommt ja alles dann rüber in die Hacienda. Kohle ohne Ende. Machen wir es mal so. Okay. Steinsäure waren hier drüben. Nee. Das Zeug lagere ich erstmal hier. Das kann sich ja dann auch mal ändern. Da kommt so Monsterkram rein. Weizenkörner habe ich dann hier. So. Wieder mal ein bisschen das Inventory aufgeräumt. Fackeln herstellen. Können wir ja gleich mal einen unserer schönen Stacks hier verbraten. Machen wir gleich mal hier 256 Stück. Und Leitern werde ich jetzt brauchen. Die 64 könnten reichen, wenn ich es mal so näher drüber nachdenke. Ja, müsste eigentlich. Ja, stellt sich halt jetzt die Frage, gehe ich jetzt da drüben wieder runter? Oder aber mache ich das auf andere Weise und setze mich quasi wieder über den Weg hinten rum in die Schlucht runter und finde den quasi nochmal. Oder dritte Möglichkeit, ich gehe in den geheimen Keller hier drüben und suche mir den Weg darüber. Das sollte ja eigentlich nicht schwer zu finden sein, weil das gesamte Höhlensystem hängt ja in sich zusammen. Das ist ja quasi eins. Jetzt muss ich erstmal hier noch ein bisschen den Kram, den ich da vorhin hergestellt habe, abbauen. Wenn ich da gerade dran bin. Ja, ich habe den Sand mal in Glas umgesetzt. So. Damit uns das hier auch so schnell nicht ausgeht. Ist natürlich, ja, jetzt irgendwie ein bisschen viel. Ich muss mal diese Kiste hier irgendwie aufräumen, weil schon langsam ist das ja Quatsch so. Aber wohin damit? Wohin stelle ich die? Folgendes, jetzt bauen wir hier mal den Ofen ab und setzen den da oben wieder hin. So, dann kann ich da einfach Steinziegel reinsetzen. Einen einzelnen natürlich. Kann noch mal eine Truhe da drüben hinstellen. Habe ich noch Truhen? Natürlich habe ich keine Truhen mehr. Ja, das muss hier alles mal ein bisschen aufgeräumt werden. Das ist ja so nicht mehr auszuhalten. Ich meine, ich tue mir ja schon privat schwer, Ordnung zu halten, aber also ich finde es in Minecraft dann endgültig kompliziert. Gut, dann kommen jetzt Sachen, die man verfeuern kann. Da drüben rein und hier kommt dann noch rein, was man verfeuert hat. Also das hier kommt rüber. Das hier kommt rüber. Das hier. Das Inventory. So, das ist jetzt erstmal da. Dann kommen diese Biester hierher. Dann Kohle tun wir auch rüber. Oh Mann. Die drei Teile. Das bleibt dafür da. Das kann man noch verfeuern. Das ist alles fest. Jetzt stellt sich dann doch wiederum etwas die Frage,
warum in drei Teufels Namen habe ich hier Bruchsteinmauern vorrätig in der Kiste? Also so geschlampert bin ich sonst... Ach, verdammt. So geschlampert bin ich sonst eigentlich nicht. Das verwundert mich jetzt schon ein wenig. Und stellt dann doch ein bisschen in Frage, wie sauber ich hier eigentlich arbeite. Vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen Holzkohle herstellen. Die kann ja dann brutzeln, während wir wieder da unten sind. Ja, aber damit brauche ich das natürlich nicht anzufangen. Also die Bruchsteinmauern gehören in Wirklichkeit da drüben rein. Das kann meinethalb hier bleiben. Redstone-Kram bleibt auch da. Aber die Bruchsteinmauern müssten hier rein, weil hier habe ich das ganze Baumaterial eigentlich drin. Mann! Was mir hier mal aufgeräumt hat. Das kostet echt Zeit, sowas. Ja, außerdem sieht es, finde ich, nicht schön aus. Teppich ist. Und ja, in Wirklichkeit schinde ich ein wenig Zeit, weil ich jetzt nicht irgendwas anfangen möchte und dann in der nächsten Folge quasi mittendrin anfangen will. Das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Sondern ich würde es ganz gerne jetzt irgendwie zu einem Punkt bringen. Das heißt, wir holen jetzt noch schnell Holz da drüben und dann beende ich auch die Folge wieder. Das ist ja eh nicht mehr weit hin. Zack. Ah ja. Genau, das waren eigentlich die Vorräte, die ich für die Laura mal vorbereitet hatte. Aber irgendwie holt sie die nicht ab oder so. Ihr Problem. Dann mache ich das halt. So. Aber nochmal zwei mitnehmen, weil es auch schon egal ist. Wenn ich mir gerade so drüber nachdenke, ich glaube, ich mache die Säule da hinten dann wieder zu. Oder lass sie vielleicht, also höchstens als Orientierungspunkt da. Weil eigentlich wäre es cool, aus Schwarzeichenholz gefertigte Treppen da unten drin zu verbauen. Die geben dem Ganzen sowas komplett Düsteres. Na? Es kann sein, dass der Server jetzt gerade ein bisschen laggt. Also in Wirklichkeit laggt meine Internetverbindung ein wenig, weil ich parallel die letzten drei Folgen noch hochlade. Die ihr, wenn ihr das hier seht, vermutlich alle schon gesehen habt. So, dann haben wir hier von jeder Holzsorte noch ein bisschen was. Also nicht von jeder, aber von einigen Holzsorten. Und hier Akazienholz. Tun wir das dahin. Tun wir die Fichte mal. Ja, tun wir die Fichte halt dahin. Okay. Ja, die Holzkiste hier oder die Baumaterialkiste, die müsste ich eigentlich auch mal noch aufräumen. Und dieses Wollezeug. Ah, so viel zu tun. Die Erde ist noch hier. Eigentlich, was hier fehlt, ist ein Lagerhaus. Sind wir doch mal ehrlich. Also, wir nehmen uns jetzt dementsprechend vor. Eine Folge Höhlentour machen wir nochmal. Und zwar komplett. Versprochen, ohne groß was anderes zu tun. In der Folge drauf bauen wir dann hier ein Lagerhaus. Ein gescheites. Und vielleicht auch gleich so ein bisschen Zollgebäude und was ich mir sonst noch so dazu vorgestellt habe. Und dann das Gehöft. Und hier die Blumenbeete. Damit haben wir, glaube ich, ausreichend Planungen sozusagen vor der Nase. Und ich kann vielleicht heute Abend noch, das kann ich jetzt aber nicht versprechen, je nachdem wie lange wir heute brauchen. Ansonsten werde ich irgendwann die nächsten Tage dann die nächsten Folgen aufnehmen. Und dann werden wir uns ja auch diesem Thema hier noch widmen können. Ich verbleibe derweil. Bis dahin. Wünsche euch soweit alles Gute. Servus und bis zum nächsten Mal.